ersten Spiel am heutigen Nachmittag. 0:0 Aufschlag. Timo Boll. Die Außen spielen immer ein valides Mittel gegen den 39-Jährigen. Für den 28-Jährigen. Ja, wieder. Das Mittel von Patrick Franziska zu sein. Sowohl seine Vorhand. Sehr, sehr gut. Damit wissen, welch ein Endschlag Patrick Franziska in der Rückhand hat. Überragender Ball des heutigen Tages. Boll jetzt viel über die Mitte unterwegs gewesen hier in dem Ballwechsel. Oder auch gut bewegt. Besser als die Saison fiel es ja noch auf, dass Boll sich noch nicht ganz flüssig am Tisch bewegte. Das sah jetzt hier besser aus. Antwort von Franziska folgt auf dem Fuß. Wieder über die Mitte eröffnet. Chance für Boll. 7:3. Das ist stark. Nächster Ball. 8:3. Bewegt sich gut zum Ball. 4:8. Siska weiterhin 4 Punkte vorne. Und jetzt nimmt das Spiel hier. Wunderbare Gegenspins von beiden. Boll hier mit einem wunderbaren Ball weit in. Hand in den Ball. Wechsel und macht den Punkt. Aber wenn des 28-jährigen Manns in Blau weiter so sitzen, 4 Satzbälle. Symptomatisch für Satz Nummer 1. Wieder die Eröffnung von Boll in die Mitte. Franziska weiterhin so ein hohes Niveau am Tischtennis bekommen. 0:0 Aufschlag Patrick Franziska. Schöner Block. Beide Fee, schwierig zu spielen für Timo Boll. 1:0. Meistens in die tiefe Rückhand oder in die tiefe Vorhand. Auch sehr clever. 5:3. Macht, hat gut funktioniert. 4:5. Mit etwas wenig ein komischer Ballwechsel, erst der lange Aufschlag, den Boll antizipiert, dann der Netzroller für Franziska und am Ende. Und da hat sich Boll jetzt mal auf die Eröffnung schon gut reagiert mit der Rückhand. Und dann bei Vorhand vornimmt die Führung in diesem zweiten Satz. Um Franziska da in Bedrängnis zu bringen. Damit er nicht genau diese Bälle spielen kann. Ja, ausgeglichen. Noch hier ein Einzel. Schöne Rückkehr. Einen Satzball hat er noch. Und gut, Timo Boll da in die Rückhand bewegt hat, versucht er zum Laufen. Schauen wir nochmal drauf hier. Und dann versucht er einfach noch tiefer in die Rückhand zu spielen, damit angreifen. Denn wenn er das mal geschafft hat im vorherigen Satz, dann hat er auch Punkte gemacht. Also, es ist noch lange nichts entschieden. 2:0 für Patrick Franziska im ersten Einzel des heutigen Nachmittags.
Schöner Gegenspiel. Los auf. Aus. Kaum kommt der Ball auf dem Tisch auf. Springt der plötzlich mit 300 km/h in deine Richtung. Und das Trick von Ziska hier macht. Gut gespielt eigentlich von Timo Boll. Kommt da in eine gute Position. Gerade über den. Schießt mit der Rückhand einfach gegen. Sich Timo Boll bisher noch nicht zu spielen. Vielleicht wäre auch das mal eine Überlegung wert. 3:2 die Führung für Timo Boll. Warum Hand von Patrick Franziska spielen sollte, zeigt er uns hier. Umläuft da seine Rückhand. Hier vorne im Bild. Rückgabe eigentlich zu hoch, holt sich den Ball noch wieder. Wunderbare Blocks und dann hier schafft er es. In die offene Vorhand. 4:3, wunderbar gemacht, Timo Boll. Und jetzt selber mal mit der Rückhand aktiv werden in die tiefe Vorhand für Timo Boll. Weltspitze. Aber Boll ist jetzt auch aktiver. 6:4. Und der ist dazu. 7:4. 3 Punkte Führung jetzt für Timo Boll. Aber ich glaube, er ist erfahren genug, das einfach abzuschütteln. Ah, Rückgabe von Ball verkalkuliert. Somit landet er auf dem Netz. 7:6. Massiven Rückschlag gespielt. Eigentlich bisher nicht damit erfolgreich gewesen. Eigentlich muss das genau. Patrick Franziska. Die Bälle so rausholt, wird es natürlich auch schwer. Von beiden sehr guter Ballwechsel und dann. Und die nächste. Entfernt hier den ersten Punkt für Saarbrücken zu holen. 2 Matchbälle. Und er nutzt den ersten mit einem Rückhalt. 11:8. 3:0 gewinnt Patrick Franziska das erste Einzel des heutigen Nachmittags hoch.